6. Wie viele Punkte sind es? Eines Tages waren sie so weit, da waren sie über alles und bis zur Übermenschlichkeit total befreit wie niemals seit der Schmach des Sündenfalles. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Kein Himmel mehr, nur Flugabwehr. Neinsager deckt die Erde, da war nichts mehr, kein Feind, kein Ehr, doch sie marschierten drüber her mit drohender Gebärde. Da sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprossen. Da pflanzten sie um jedes Gras ein Drahtverhau zur Warnung, setzten den Frühling unter Gas, krochen in Deckung, suchten dort blass in grünen Wäldern nach Darnung. Da machte Gott die beiden großen Leuchten. Da wird nicht Tag, nicht Nacht geschont. Sie richteten Kanonen. Sie ballten die Fäuste gegen den Mond. Und brüten, wir sind zum Sterben gewohnt, wir 66 Millionen. Da segnete sie Gott und sprach, seid fruchtbar und wehret euch. 7 wehrten sich ohne Liebe und unheimliches Begehren. Sie baden sich je nach Befund des Heirateten erbgesund und tauglich zum Gebären. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Da maßen sie erstmal das Bild nach Farben, Nasen und Schädeln. Die Arme wurden abgekillt, die Keine wurden umgedrillt, den Adam zu veredeln. Und Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut sei. Da bauten sie ihr Walhall, den Himmel überrage, kündigten Gott den Sündenfall, boten ihm einen Frieden im All, zunächst bis zum jüngsten Tage. So wurden vollendet der Himmel und die Erde. Thank you.
sie einigt, ihrer Freude, die uns beinigt, von dem Gotteslamentum, das dich anpreist, sich zum Ruhm, Herr, befreie uns davon, Kyrie Eleison. Staat der Massen, rote Kuras, dem Komplott, das da schwört, so helf euch Gott. Herr, befreie uns davon, Kyrie Eleison.
fremder Gesellschaft zu Gast. Sie trug mit leichter Gebärde die schwere Lebenslast. Sie hielt auf gute Ernährung, bis sie eine Kriegserklärung als Scheck in Zahlung gab. Da kamen die Diplomaten, um über den Fall zu beraten. Die sprachen, wir brauchen einen Krieg und größere Zeiten leben. Es gibt nur eine Politik, hoppla, wir leben. Wir leben und rechnen ab. Hoppla! Menschheitsfrage! Hoppla! Gleichheit soll's für alle geben!